Willkommen zurück zu Let's Play Evil Land 2. Hallo, Großer. Ja, moin, moin. Wir haben im letzten Part eine überraschende Wendung erlebt, würde ich sogar meinen. Aber bevor wir die Rettung der Welt abermals in Angriff nehmen, möchte ich doch einfach noch einmal hier rumgucken und schauen, was man so in dieser Zeitebene jetzt machen kann. Denn, Leute, wir können jetzt nämlich auch in dieser Zeitebene jetzt Orte besuchen, die vorher nicht besuchbar waren, weil, ja, die waren halt kaputt, ne? Und wie man hier sehen kann, hier gibt es schon eine Kiste. Ja, hole ich mir auch gleich. Ja, da ist sie doch versteckt. Die Karte fliegender Hüter. Okay. Schauen wir mal. Der fliegende Hüter. Ich kenne fliegenden Holländer, ja, aber. Na. Wow. 18 verteilt. Wow, gut, aber der braucht 13. 45 von 61 Karten. Ob wir das noch hinkriegen in diesem Spiel? Wohl nicht. 38,9% haben wir durch. Naja, was heißt durch? Das ist ja nicht die Durchspielrate, sondern die Sammelrate. Aber auch an der Rate kann man sehen, wir sind am Ende des Spiels, ja. Es ist schon lange her, seit ich hier draußen ein neues Gesicht zu Augen bekommen habe. Dank dieser neumodischen Windtechnologie sind die jungen Leute alle nach Genua abgereist. Früher einmal war dieses Dorf voller Leben. Nach und nach ist das aber immer weiter geschrumpft. Das ist wohl der Lauf des Lebens. Ich hänge aber so sehr an dem Dorf, dass ich ihn einfach nicht verlassen konnte. Ort. Moment mal! Ihr seht aus wie jemand, dem sich meine Mutter früher immer unterhalten hat. Sie hat mir gesagt, dass ihr eines Tages auftauchen würdet. Nur woher konnte sie das wissen? Das hier ist, hat sie für euch hinterlassen. Hä? Hey! Ein Stern! Was? Wahnsinn! 23 von 30 Sterne? Okay. Leute, es wird auch schwierig, da jetzt alles noch voll zu kriegen. Ich werde es mir nicht zur Aufgabe machen, hier 100% zu sammeln. Nee. Ich werde euch hauptsächlich nur die Story präsentieren. Das habe ich ja schon mal gesagt. So. Damit haben wir dieses Dorf fertig. Jetzt gucke ich kurz hier nochmal. Hier war doch der Wald, ne? Ich krieg jedes Mal Panik, wenn der hier rumdüst, ey. Okay. Ja, hier wird bestimmt noch mehr Neues geben, oder? Genua, waren wir schon mal hier? Ich glaube ja, ne? 89,2 haben wir jetzt. Okay. Wo könnte denn... Oder, nein, anders. Was könnte denn hier noch neu sein? Moment mal, habe ich denn... Trinke? Rot und Grün, jo. Ach, keine Ahnung, ich guck mal kurz hier. Hier ist nichts Neues. Ich frage mich immer, warum es hier richtet. Nur diese eine Stelle. Komisch. So. Weiß nicht, gibt es sonst noch irgendwo was Neues? Ja, hier könnte man halt noch, ne? Aber ich will diesen Dungeon einfach nicht machen. Zumindest nicht zu Ende machen. Ah, ah.
Angst. So, hier waren wir ja auch schon. Das haben wir auch durch. Was könnten wir noch machen? Stimmt, das war ja die eine Insel, genau. Stimmt, das war die Wikingerinsel. Mir fehlt 3 Mana für die letzte Beschwörung. Keine Ahnung, wo es die gibt. Was war hier? Ah ja, die Gluginsel, genau. Ja. Gut, in dieser Zeitebene gibt es dann wohl nichts mehr Neues. Und jetzt? Muss ich jetzt ihn anfliegen? Ah. Jaka! Ich kann von hier nicht viel sehen. Wir müssen näher ran, wenn wir Ceres finden wollen. Ich bin doch schon fast dran. Ich glaube nicht, dass das eine gute Idee ist. In der Nähe dieses Hüters scheint es einige temporale Anomalien zu geben. Ein Grund mehr, ihm fern zu bleiben. Meint ihr nicht? Bei allem Respekt, Fräulein Velvet, ein weiterer waghalsiger Vorstoß dürfte kaum einen Unterschied machen. Tja, das sehe ich ein. Nun, die endgültige Entscheidung liegt bei Lurker. Gehen wir? Ja, weil ich wüsste nicht, was wir noch machen könnten. Ich glaube fast, bei den Piraten wäre es weniger gefährlich gewesen. Yay! Ach, wie geil! Wieder ein neuer Spielmodus. Ja, schön! Okay. Oh, cool. Dann spielen wir mal hier eine Runde. Ach geil, wir können sogar fliegen. Das sagt man mir erst jetzt. Juhu. Na, dann fliege ich doch eine Runde. Ah, wie geil ist das denn schon wieder? Diese Augen verwirren mich hier. Wow. Oh, ist das geil. Die Idee wieder dahinter, ne? Wahnsinn. Ja, die Entwickler, die haben es halt einfach drauf. Oh, 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 oh. Okay, verstehe. Hier ist irgendwie ein harter Wind. Und ja, wie gesagt, ich werde es jetzt so machen, dass ihr jetzt nicht die... Oh! Okay. Ja, muss halt auch passieren, ne? Also, ich werde jetzt nicht das Spiel auf 100% durchspielen. Weil. Leute, wir sind am Ende und. Ich wüsste jetzt nicht. Also, bei einigen Punkten weiß ich halt nicht, was wir da noch machen können. Und ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich das Spiel jetzt lieber durchspielen will, weil, ja, ich meine, ich habe jetzt auch keinen Bock, jetzt einfach nur irgendwelche Karten und so jetzt zu suchen. Ich meine, wozu? Wozu? Ich werde es eh nicht brauchen. Und, nö, ganz ehrlich, nö. Ich spiele lieber erst die Story durch mit euch. Das reicht mir. Ich hoffe, es ist okay für euch. Wenn ihr wirklich 100% sehen wollt, es gibt Guide-Videos. Und zur Not könnt ihr das selbst spielen. Es hat auch nichts damit zu tun, dass das Spiel mir keinen Spaß macht. Das macht mir riesen Spaß. Ich will halt aber ein anderes Projekt haben. Ich meine, wir haben ja schon über 70 Parts. Und... Ich hab wirklich eine Menge gemacht. Ne? Wie gesagt, ich habe fast 100%.
Und... Okay. Dann halt nicht da lang. Und wie gesagt, ich möchte jetzt einfach das Spiel durchspielen. Es ist, denke ich mal, okay. Ich hab fast alles gezeigt. Ja, mein Gott, ich übertreib halt, also. Er ist so ein Simulant, ey. Aber wieder ein geiles Element, ey. Das Spiel trumpft echt am Ende nochmal hart auf. Wahnsinn. So, warte jetzt hier ganz brav. Ja. Ja, ja, ja. Oh. Nein, 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 nein. Oh, danke. Okay. So, ja. Ganz ruhig hier, ganz ruhig. Na, schaffen wir noch ein Level Up hier? Vom Ende. Vielleicht. Aber die Checkpoints sind recht fair. Muss ich ja echt wieder, immer wieder sagen. Das Spiel hat zwar seine harten Momente, aber es ist immer fair. Ist das geil! Krieg dich, ich krieg dich, ich krieg dich, ich krieg dich! Oh. Sag ich doch! Die Musik ist cool! Los, los, los! Sehr schön! Das ist auch cool gemacht, dass man auch fliegen kann und so. Wow, 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 Moment, Moment. Moment, sagte ich. Ah! Hilfe! Hilfe! Ja! Was wollt ihr denn von mir? Ah, den nächsten. Oh, komm. Nein, lass mich durch. Krieg ich den noch? Ich bin halb tot. Oh, grausam. Ja, ja. Oh, weh mich doch nicht weg. Nüske. Ja, nee. Hallo. Ich seh nix! Ich seh nix! Danke. Ja, ja, ja. Oh, übertreibt halt! Ja, ja. Ein Level haben wir noch geschafft. Mehr HP, okay? Okay, okay. Das ist schlecht, das ist schlecht. Nein, nein. Oh, ja, ja super. Konnte ich halt nichts machen jetzt. Scheiße. Das war unfair. Ich hatte Cooldown. Oh, wunderbar, oder? Ah, ja.
Okay, komm. So. Jetzt habe ich genug Zeit zum Aufladen wieder. Oh, danke. Nein. Ich will mich nicht wegbewegen lassen. Immer gegen an. Immer gegen ansteuern. Oh. Mein Gott, sei doch nicht so schnell. Oh. So, danke. Autsch. So, fliege ich halt wieder. Ja! Ich bin heute Hardcore. Das ist recht einfach. Also, finde ich angenehm. Mach mal ganz richtig deutlich, der Spaß ist im Fokus. Also der ne? Es will kein Dark Souls sein, sondern es will Spaß bereiten. Du sollst tatsächlich vorwärts kommen, ja? Das ist jetzt fies. Ja. Sehe ich auch so. Oh. Weg. Oh. Das geht in den Daumen. Ah. Okay. Ja. Fliegen. Okay, ja. Schön. Gut gemacht. Das läuft gut. Das macht immensen Spaß. Ja, nee, komm, hier. Ich mach doch mal was Interessantes. Gut, dann halt nicht. Ja. Ja. Okay. So, jetzt aber. Yeah. Ah, schade. Okay. Den haben wir. Läuft besser, noch besser. Was? Weil ich da oben angedotzt bin? Oh nein. Oh, das ist jetzt doof, ey. Weil ich oben angedotzt bin. So. Zumindest können wir so leveln. Obwohl es sehr lange dauert mit dem Level, aber hey. Hier schon? Ich glaube ja, ne? Ich gebe so, das war unnötig, aber hey! Aber echt lange, die Szene hier.
Ja. Ach, da war auch was. Verdammt. Huch, wollte ich gar nicht. Oh, ich bin halb tot. Verdammt. Okay, haben wir's? Und jetzt? Oh. Was war das? Ich glaube, wir verlieren an Höhe. Och nö. Da liegt ihr nicht falsch. Diese Kreatur sinkt herab. Sie wird abstürzen. Hi. Lurker, Fina, Minos, Velvet, was macht ihr denn hier? Wir sind hier, nun ja, wir sind gekommen, um euch von der Zerstörung der Zeit abzuhalten. Tut mir leid, Ceres. Doch wir dürfen das nicht zulassen. Nein, ihr versteht nicht. Es muss geschehen und es kann jetzt ohnehin nicht mehr aufgehalten werden. Ich habe das Herz des Hüters zerstört. Er wird abstürzen und mir Zugriff auf das Projekt gewähren. Was Projekt? Was denn für ein Projekt? Ihr wisst nicht davon? Aber ihr seid doch ins Zeitalter der Magie gereist, oder etwa nicht? Ich muss schnell handeln, damit mich Professor Giro nicht am Zerstören des Projekts hindert. Lebt wohl. Professor Giro? Aber ist der denn nicht tot? Offenbar nicht. Seht her, der Hüter stürzt. Boah, ist das geil gemacht. Seht, da drüben! Könnte das die Anomalie sein? Nein! Wie ist das denn möglich? Wurde sie durch den Absturz des Hüters erzeugt? Ich habe während des Absturzes eine Explosion gesehen. Ist das möglicherweise das, was Ceres meinte? Zugriff auf das Projekt im Inneren der Anomalie? Wenn das stimmt, müssen wir auf der Stelle dorthin. Wir müssen Ceres an der Zerstörung der Zeit hindern. Ich sehe da auf euch, Lurker. Leute, wir haben jetzt nochmal die Möglichkeit, ja, rumzureisen. Ich überlege gerade, will ich hier noch was machen? Wir haben volle Tränke. Ich bin echt am Überlegen, ob wir noch irgendwas das auf der Stelle machen könnten, was jetzt nicht allzu lange dauert. Ha. Ich weiß nicht. Noch haben wir Zeit, bis der Part fertig ist. Und da soll ich jetzt einen Cut machen? Das wäre jetzt auch doof, jetzt einen Cut zu machen. Aber wenn ich jetzt keinen Cut mache, dann... weiß ich nicht. Ach komm, wir gucken es. Moment, was ist das denn? Was ist das? Sind wir vom Hüter gefallen? Hä? Sind wir vom Hüter gefallen? Nee. Wisst ihr was, Lurker? Ich glaube, wir könnten dieses Ding für die Flugmaschine gebrauchen. Was ist das? Ein Temporalmodul? Wieder fallen gelassen wurde? Was? Ich frage mich, was wir damit wohl anstellen könnten. Ja, ich auch. Sag, was? Benutzt bei eurem Flug auf der Weltkarte die Verbündetensteuerung, um durch die Zeit zu reisen?
What? Okay. Lol. Ich wusste nicht, dass es hier noch was gibt. Ich wusste nicht, dass das möglich ist. Ja, okay, also, das ist optional, das kann man übersehen, das gebe ich zu. Aber, achso, ja, klar, dieser Ort hier. Ja, hier gäbe es noch eine Kiste. Soll ich sie angehen? Welche im Süden? Ach, guck mal an, das ist doch einfach hier. Ein Stern, ja, seht ihr? Haben wir doch nochmal was Schnelles hingekriegt und was Sinnvolles. So, einen weiteren Stern haben wir. Können wir sonst noch was Sinnvolles machen? Das mit der... Ganz ehrlich, das mit der Zeitmaschine, das wundert mich jetzt gerade echt. Damit habe ich es gar nicht gerechnet. Ich frage mich jetzt gerade, was uns das jetzt bringen soll. Weil, ich meine, ganz ehrlich, das kann man ja übersehen. Ich liebe diesen Ort. Ja, schön. Bringt das jetzt noch irgendwas? Oder ist das jetzt einfach nur so, damit man jetzt... die Möglichkeit bekommt, einfach halt doch Verpasstes zu holen. Kann das sein? Ich gucke es einfach noch mal ein bisschen so rum. Insel der Margeliten. Ja. Ich glaube, in diesem Part werden wir sonst nichts mehr machen. Ich werde offscreen, werde ich ein bisschen mit dieser Zeitmaschine rumexperimentieren. Sinnvolles und Interessantes werde ich euch dann einfach im nächsten Part reinschneiden. Und... Oder vielleicht halt es am Ende dieses Parts noch dranhängen. Und dann wird es halt im nächsten Part dann lockerflockig dann wirklich weitergehen. Ja, bleibt dran, bis zum nächsten Mal und ciao, mal schauen, wie das weitergeht, das Spiel. Bis dann, tschüss.